Ich bin's wieder, Steven. Ich schaue mir gerade eine tolle Anzeige auf ImmoScout24 an. Top-Wohnung, schöne Lage. Aber was ist mit der Energieeffizienz? Ist mir total wichtig, super wichtig sogar, gerade in Bezug auf Kinder, wenn die Wohnung immer kalt ist, ist es eins der Themen, die sehr, sehr wichtig sind. Also wir hätten natürlich gerne wieder einen Einbau. Die sind immer wunderschön, aber die müssen eben auch die entsprechende Energieeffizienz haben. Also es wäre super, wenn das eben auch alles vorhanden wäre mit gedämmten Fenstern und entsprechenden Isolierungen. Das wäre uns auch schon wichtig. Und genau diese Wohnung werde ich mir jetzt mit dem Experten Herrn Rueda anschauen und ihn zu dem Thema befragen. Ich bin schon richtig gespannt. Herr Rueda, was macht denn jetzt diese Wohnung hier besonders energieeffizient? Insbesondere ist es so, dass das Haus im KfW-Effizienzhaus 55 Standard gebaut wurde, was bedeutet, dass der Energieverbrauch des Gebäudes schon mal 45% unterhalb der gesetzlichen Anforderungen liegt. Okay, und worauf muss man dann achten, wenn man so ein Haus baut? Insbesondere ist es so, dass bei KfW-Häusern besonderer Wert auf die Dämmung gelegt wird. Hier haben wir beispielsweise eine 18 cm Außenwanddämmung. Auf der anderen Seite haben wir hier eine Dreifach-Isolierverglasung bei den Fenstern. Mhm. Und es sorgt dafür, dass der Energieeintrag von außen, aber auch der Energieverlust von innen nach außen einfach minimiert wird. Ich habe gar keine Heizkörper gesehen, aber eine Heizung gibt es schon, oder? Können wir es gerne drinnen einmal angucken. Also wir haben hier bei der Wohnung eine Fußbodenheizung, verteilt über die einzelnen Räume, was neben dem optischen Vorteil des fehlenden Heizkörpers auch noch den Vorteil hat, dass wir hier in der Wohnung eine gleichmäßige Wärmeversorgung haben, eine Wärmeverteilung und zusätzlich durch die Fußbodenheizung eine geringere Vorlauftemperatur, was einfach energieeffizienter ist. Und wie wird diese Fußbodenheizung betrieben? Wir haben hier in dem Haus einen Fernwärmeanschluss. Das bedeutet, wir haben die Rohre im Straßenbereich. Die werden dann eingeführt ins Gebäude und verteilen und versorgen damit dann die Heizung. Und das ist jetzt energieeffizienter als eine andere Heizung? Ja, es ist auf jeden Fall energieeffizienter als beispielsweise eine fossile Heizung mit zum Beispiel einer Ölanlage. Und damit auf jeden Fall auch sinnvoll für den KfW-Standard. Also ihr Lieben, das war erstmal ziemlich technisch, aber mir hat die Wohnung richtig gut gefallen. Und was das jetzt für die Kosten bedeutet, frage ich Clemens von ImmoScout24. Hallo Steven. Sag mal, ich habe mir eine energieeffiziente Wohnung rausgesucht. Was bringt mir das eigentlich? Ja, die Energieeffizienzklasse einer Wohnung wirkt sich im Wesentlichen auf die Heizkosten aus. Auf das Jahr gerechnet bedeutet das, zum Beispiel bei einer Wohnung von 80 Quadratmetern, dass man zwischen einer Wohnung mit einer niedrigen Energieeffizienzklasse und einer hohen Energieeffizienzklasse Einsparpotenzial von 80 bis 180 Euro an Heizkosten hat. Und wenn ich mir jetzt eine Wohnung rausgesucht hätte, die schlecht gedämmt ist beispielsweise, würde das einen Unterschied machen? Ja, da reden wir dann zum Beispiel über eine Wohnung von einer Energieeffizienzklasse F oder sogar schlechter. Und da kann es unter Umständen sogar zu doppelt so hohen Heizkosten führen. Und macht die Größe der Wohnung auch einen Unterschied? Ja, die Einsparungen sind bei größeren Wohnungen sogar potenziell stärker als bei kleineren Wohnungen. So kann es bei einer Wohnung von 120 Quadratmetern Heizkostenersparnisse bis zu 500 Euro ausmachen. Wow! Mit einer energieeffizienten Wohnung kann man ordentlich Geld sparen und hat eine Wohnung auf neuestem Stand. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare eure Erfahrungen mit dem Thema. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Like da und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Steven.